So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Supermarkt to Ketter. Wir haben noch nicht offen, aber in der letzten Folge, wer es nicht gesehen hat, haben wir uns eine Gefriertruhe geholt, wo noch nichts drin ist. Dann haben wir uns einen Gefrierschrank geholt mit Margarine. Ketchup ist neu. Neues Regal mit Öl, Pfeffer, Mehl und Toastbrot. So, auffüllen brauchen wir jetzt nichts. Wir könnten eigentlich gleich den Laden aufmachen, würde ich sagen. Ja. Und uns fehlen noch einige Produkte, muss ich euch mal zeigen. Also uns fehlen noch Apfelsaft, uns fehlen noch ihre Milchprodukte, haben wir auch noch. Aber da Milchprodukte haben wir jetzt nichts mehr. Doch, Käse könnten wir doch. Nee, das wird alles hier. Milch kommt in die, nee, kommt das auch da rein? Milchziegel. Was ist ein Milchziegel? Leute, wer kennt einen Milchziegel? Also das kommt alles in den Kühlschrank, ne? Und das hier könnte doch in das Ding, was wir geholt haben, da reinpassen, oder? Dann haben wir hier noch, was wir auch, Gott, wir haben so viel eigentlich. Ich glaube, das gehört alles in den, aha, okay. Aber wir haben nicht mehr viel Kohle. Und dann haben wir hier noch, was ist das? Aufküsse. Nee, das ist Regale. Ich glaube, das sind Regale. Das Ganze alles in die Regale packen. Aha. Jetzt haben wir aber kein Regal mehr frei. Na gut, also uns fehlen, also wir haben viele, was wir noch, ja, das sind Regale, genau. Also wir haben noch vieles, also das ist hier Standort gewesen und dann haben wir zwei, drei, das, ja, das ist ja. Regalmäßig haben wir jetzt keinen Platz mehr und, ja. Ach ja, also wir haben ja schon mal keinen Platz mehr. Ja, dann machen wir den Laden auf. Die werden ein bisschen rummeckern, definitiv. Ja, regalmäßig haben wir jetzt überhaupt keinen Platz. Also müssen wir uns ein neues Regal holen, aber das sind dann echt pleite. Also wir müssen jetzt, glaube ich, erstmal unsere Vorräte verkaufen, dass wir ein bisschen Kohle haben. Auch wenn die Leute ein bisschen unzufrieden sind, ich hänge. So, ich stelle mich mal hier hin und ist dann nicht jemand reingekommen? Ach doch. So, da, das findet sie nicht und das findet sie nicht. Alter. Ja, die findet alles nicht. Ja, was willst du machen? Ja. Ja, da kann ich auch nichts dafür. Ich habe jetzt erstmal keinen Platz und keine Kohle dafür. Ja, da holst du bloß Ketchup. Ja, dann hol bloß Ketchup. Warte mal, ich muss mal ein Stückchen vorrutschen. Warte mal, ich muss mal noch ein Stückchen vorrutschen. Warte mal, so ein bisschen. Ja. Ja, das ist halt so, ne? Wir sind im Aufbau. Wir sind echt im Aufbau. Ich weck auch diesmal nicht um die Preise, sondern das Zeug nicht finden. Ja, was soll ich denn sagen? Was wollen sie haben? B 17. Oh, der hat Pfeffer und das hier holt. Nicht schlecht. Ja, wir müssen erstmal unsere Waren jetzt verkaufen, weil wir haben nicht mal viel Kohle. Muss man euch mir noch ein bisschen so ranrutschen.
Echt jetzt? Aber mehr wird auch gekauft, okay. Ich versuche doch schnell zu sein. Guck doch mal nicht immer so ernst, ne? Auch wenn der ernst ist. Also guck mal nicht so ernst. Ich mache alles mit der Maus. Also wie gesagt, normalerweise kann man das schön eingeben, aber nee, man muss automatisch, du hast nie. Jetzt ist ja so eine dumme Fliege. Ich bin mir voll in der Esser, ey. Das war eine Fliege. Voll ins Ohr geflogen. Deswegen müssen wir auch aufpassen, dass wir wirklich richtiges Geld rausgeben, ne? Weil wir brauchen jeden Cent, ne? Wir können nicht zu viel rausgeben. So, die Einkäufe, das ist nicht so der Hit, ne? Ja, was will ich machen? Ich kann die Preise nicht billiger machen. Das geht nicht. Ich kann sie nicht billiger machen. Müsste so nehmen, wie es ist. Muss auch schon mal ein bisschen Kohle machen. Und ich bin kein Sparmarkt. Ich bin ein Supermarkt. Ich bin ein reiner Supermarkt, also von daher. Kein Sparmarkt, ich bin kein Lidl, ich bin kein Benny oder so, ich bin ein Supermarkt und kein Sparmarkt, also kein Discounter. Das bin ich nicht. Oh Gott, was habe ich denn jetzt gedrückt? Ich habe es mal versammelt. Das bin ich echt nicht. Hey, hast du geklaut? Hast du geklaut? Nee, die wollte was Bestimmtes kaufen, hat sie nicht gefunden. Ist ja klar. Aber ich hätte erst mich die Kohle machen sollen und dann die Updates machen sollen. Also quasi die Dinger, dass ich Produkte machen kann. Also mehr Produkte. Das ist jetzt mein Fluch. Das ist jetzt mein Fluch, dass die alle nur rummeckern. Dann gehen die zur Konkurrenz und sagen: Ja, guck dir den doch mal an. Ja, der verspricht Sachen, die hat er ja auch nicht. Ja, so wird es sein. Die gehen dann zum anderen Läden und sagen, ja, guck mal hier in den Supermarkt hier, da verspricht Sachen, die hat er gar nicht da. Ja, ist auch so. Ich habe kein Brot, ich habe keine Milch, ich habe, Gott, ich habe vieles nicht.
Da nicht gefunden. Magerquark nicht gefunden, das nicht gefunden, das nicht gefunden. Aber hat was gekauft. Sie hat was gekauft. Alles gut. Hauptsache, sie hat was gekauft. Ja, ein bisschen Geduld, bis wir mal wieder ein bisschen Kohle haben. Und ja, alles gut. Wir werden nicht verlieren. Wir zeigen Geduld. Definitiv. Ja, aber nur Zitronenzeug und das nicht und das nicht. Ja. Ja, geht gleich wieder. Tschüss. Der wollte gehen und dachte sich, ich habe doch was gekauft. In der Tasche. Jetzt kauft es. Das ist so ein Schlingel, der wollte jeden. Hier aber auch. Nein. Ja, ich hätte das nicht machen sollen. Ich hätte echt erstmal, also echt erstmal Kohle machen sollen. Also. Ach so, 38 Dollar, Entschuldigung. Naja, leid. Oder mal Ladenfolio. Jetzt wollte keiner was gucken, jetzt ist der Laden hier voll übrigens. Meine Güte. Was war's? Wir brauchen ja auch ein bisschen Kohle, um dann mal eventuell vielleicht mal wieder Ware einzukaufen. Also vielleicht auch was ein Regal dann frei. Dann kann man das dann nämlich da reinpacken. In neuen Produkten meine ich. Und mal gucken. Müssen wir dann mal gucken. Es geht langsam zum Abend zu. Ein bisschen Kohle haben wir schon gemacht, aber das ist jetzt nicht weltbewegend. Das ist nicht weltbewegend. Ich denke mal, Bob. Produkte müssen wir wieder kaufen. Gehe ich mal davon schwer aus. Also mehr werden wir wahrscheinlich kaufen müssen, ne? Eine Packung, also so eine Kiste mehr werden wir wahrscheinlich kaufen müssen.
wie ich das so gerade gesehen habe. Also Mehl wurde jetzt öfters gekauft. Pfeffer natürlich auch. Margarine denke ich mal nett. Da haben wir glaube ich noch was. Ich weiß es nicht. Meine Güte. Ganz wenig schlimmer gerade Preise werden. Wasser müssen wir glaube ich auch auffüllen. Gehe ich mal davon aus. Echt jetzt? Ach, man tut schon der Foto weh. Das ist ein Spiel. Ey. Macht mir aber Spaß. Und ich will mal größer werden, richtig, wie das mal so ist. Richtig Wappendegen und Degen. Leute, der Laden ist zu. Hört jetzt auf mit Kuchen. Du bist der letzte Kunde. Oder millionste Kunde. Nee, das glaube ich nicht. So viel Kunden war ja noch nicht. So, du warst der letzte Kunde. Cool. Ah, siehst du, da ist nämlich schon mal ein Regal frei. Ah, cool. Der ist schon mal wieder ein Regal frei. Da können wir. Was haben wir denn? Haben wir irgendwas. Nö. Noch irgendwas extra Variantes? Nee, das ist das wohl das nicht. Ja, da könnten wir. Kann ich noch einkaufen? Bitte. Ja. Das kommt. Das kommt in die Regale. Nach was haben die mal gefragt? Nach. Also Mehl habe ich. Also hier aus der Sport, nee, Apfelsaft habe ich noch nicht. Okay, gut, da holen wir immer Apfelsaft, nee, jetzt will man. Da hätten wir jetzt schon wieder mal ein bisschen Apfelsaft. Bio Apfelsaft. Das ist schon mal leer. Gut, haben wir das schon mal. So. Weil wie gesagt, wir haben ja alles doppelt. Also quasi, jetzt müssten die mal, da wir keine leeren Kartons mehr haben, müssten die das mal leer kaufen. Da hätten wir wieder was frei. Ja. So müssen wir uns nach und nach vorarbeiten. Ja. Würde ich sagen, ja, ja. So arbeiten wir uns nach und nach vor. Ja.
Ach, das haben wir ja auch vier, ja. Zwei volle Regale. Das kommt überhaupt genau, oder was? Das ist echt zu so teuer. Warte mal. Müssen wir gleich mal gucken. Ist das echt zu so teuer? Ach, unser Preis ist. Alter. Es ist aber echt viel. Die Mutter, das ist genau gekauft. Das ist echt teuer. Das ist ja so, okay, gut. Was haben wir denn noch so? Salz, ne? Haben wir auch noch hier. Salz. Ja, da gehen wir halt, machen wir auf den 92. Ja. So, Wasser. Ja, das läuft eigentlich. Oder könnten wir auch mal ein bisschen. Oh Gott, ich sehe es nicht. Unser Preis. Oh Gott. Ja, da gehen wir noch ein bisschen runter. So. Oder? 60 Cent. Ja. Ja, ein bisschen runter. So. Ich habe jetzt nie das Falsche gedrückt. Nee, darf ich nicht. Ja, so 58 Cent, ja. Gut. Macarena. Ja, bleibt auch. Gut. Dann würde ich sagen, packen wir das mal hin, machen Laden zu für heute und dann gucken wir mal, wer hier meckert hat. Wir haben einen Clean Plus gemacht, ne? Obwohl wir jetzt auch noch eingekauft haben. Naja, alles gut. Gut, ihr Lieben, ja, ich stelle mich mal bei der Mizi. Die macht Dauerschlaf irgendwie, ich weiß es nicht. Gut, ihr Lieben, somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen euch und viel Spaß bei Supermarkt Together. Tschüss, tschüss.